Erneut, warum bist du so verärgert? Ich glaube, er ist wütend wegen des Absturzes. Oh, entschuldige, Neusch. Hey, ich habe mich entschuldigt. Frei von mir aus, heute Abend gibt es nichts zu fressen, verstanden? Das ist aber nicht nett. Definitiv ist das nicht nett, aber bevor wir nach Mil-Tokyo gehen, gibt es hier noch ein paar Dinge, die ich hier auf der Weltkarte einsammeln möchte. An Kisten. Wir hatten eigentlich schon lange keine Kisten auf Weltkarte mehr. Geigenstrick. You Er will uns hängen. Er will uns hängen. Das gefällt mir aber nicht. Kusch dich, komischer Wolf. Ich bin zwar rot gekleidet, aber ich bin kein Rotkäppchen. Ich habe keine Kopfbedeckung. Tut mir leid, das mitzuteilen auf diese Weise. So, ich muss jetzt nach Nordwesten. Alles mal. So. Checken, einfach von euch absteigen. Schade, dass man die Kamera nur zur Seite drehen kann. Super Granulat. Super! Ja, ich find's auch super. Definitiv finde ich es auch super. Was ich nicht super finde, dass hier ich ständig von irgendwelchen Fledermäusen belästigt werde, die mein Blut aussaugen wollen. Naja, besser als irgendwelche Wölfe, die mich mit Rotkäppchen verwechseln, nur weil ich rot angezogen bin. Also Leute. Hä? Ich hab doch jetzt überhaupt gar kein. Ich hab normal mit X angegriffen. Ich hab überhaupt kein Y gemacht. Für Arz. Wieso hast du es gelernt? Leute! Seltsam! 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 Magiesperre! Seltsam! 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 Ach, so Spike Chicken? Nein! Seltsam! Er ist seltsam! Wirkt im Kampf durch Magie verursachten Verletzungen entgegen. Keinen Nachteil? Effekt. Okay. Okay, nehme ich hin. Nein, gehen Sie weg. Gehen Sie weg. Also im nördlichen Waldteil, südwestlich. Also da. Ja, Zauberpuppe. Eine Truhe versteckt unter dem, naja, Gewaldgebüsch von irgendwas anderem. Büsche. 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 Es sind Büsche. Büsche sind This is gonna be böse. a piece. Schon wieder so ein Wolf. Ich bin nicht Rotkäppchen. Was will der Hase hier? Er ist doch eigentlich die Beute. That's it. How's this getting started? Wann hast du gerade erst angefangen? Ja, ich weiß. Schien erstmal wieder disappointed. Wie oft habe ich jetzt schon eigentlich? Wir kommen immer näher ans Maximum. Immer näher. Immer näher. Was du gerade gelernt hast. Hm.
komm ja. Scheiß drauf. Chicken doesn't care. At all. Ja, ich kann sowieso meine TP mal wieder auffüllen, weil ich meistens normal mit X angreife. Nicht so wie die anderen irgendwelche komischen Dinge spamme. You're using too many arts! Die königliche Stadt Mel-Tokyo. Entschuldige, aber hier trennen sich unsere Wege. Was? Warum das denn? Hast du schon vergessen? Ich wollte Colette töten. Ich muss dem Oberhaupt von meinem Versagen berichten. Ist dieser Oberhaupt hier in der Stadt? Ich bin aus Misuru. Die Leute aus Misuru wurden aus diesem Gebiet vertrieben. Wir leben versteckt. Dir passiert aber doch nichts, wenn du Bericht erstattest. Ach, keine Sorge. Könnt ihr diesen Brief für mich abgeben? Bitte gebt ihm den König im Schloss von Pfeffeala. Sagt ihm, er ist von China, aus Misuru. Er wird euch sofort eine Audienz gewähren. Der König will Colette doch töten, oder? Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Um das zu verhindern, habe ich genau aufgeschrieben, was passiert ist. Und habe gebeten, dass sie euch helfen, Colette zu heilen. Oh, verstehe. Vielen Dank. Nein, ihr müsst mir nicht danken. Ist doch nicht der Rede wert. Das Königliche Forschungsinstitut befindet sich in der Hand der königlichen Familie. Es geht gar nicht anders. Also dann. Bist du etwa verlegen? Du bist ja ulkig, China. Sei still, ich gehe jetzt. Wir sehen dich aber wieder, oder? Vielleicht begegnen wir uns einmal wieder. Vielleicht aber auch nicht. Aber China! Dann lasst uns noch kein Lebewohl sagen. Ja, wir sehen uns. Ja, wir sehen uns. Irgendwann mal. Wehe, du kommst nicht zurück. Ich versohle dir den Hintern. Chinas Brief erhalten. Kann ich den lesen? Pfeffeala, die blühende Welt. Pfeffeala ist einfach unglaublich. Hier gibt es so viele Dinge, die ich in Silveran noch nie gesehen habe. Ich meine, das sollten wir von einer blühenden Welt auch erwarten können. Aber solange es dieser Welt gut geht, zerfällt Silveran immer mehr. Oh ja, du hast recht. Aber wie um alles in der Welt konnte so etwas nur passieren? Ja, das ist wirklich eine faszinierende Frage. Ja, wie kam es dazu, dass diese beiden unterschiedlichen Welten so miteinander leben müssen? Kann ich den Brief lesen? Immer noch? Chicken, wieso wolltest du jetzt mit Start oder Select in dein Inventar? Hä? Dann hat sich gerade mein Controller abgeschaltet. Ich dich auch, ich hasse dich auch. Ach je, immer diese bösen Dinge, die sich gegen mich verschwören. Ein Brief von China an den König von Pfeffeala. Ich will ihn lesen! Darf ich nicht. Ist illegal. Wow! Auf dieser Seite gibt es auch Hunde. Einfach weggetreten, Colette! Sie hat Hunde doch immer so geliebt. Was für eine gewalttätige junge Dame. Einfach wundervoll. Wer um alles in der Welt war das denn? Keine Ahnung, aber das sah mir irgendwie so bekannt aus. Als hätten wir ihn schon einmal gesehen. Dies ist Pfeffealas königliche Stadtbild Tokio. Soll ich euch die verschiedenen Viertel beschreiben? Ach komm, ja, da muss ich es nicht machen. Wenn die Stufen geradeaus hochgeht, kommt ihr zum königlichen Schloss und dem Adelsviertel. Das Gebiet ganz rechts ist das Edelsviertel, wo die Mitte und Heimatlosen wohnen. Ach, Elendsviertel. Ja, Edel.
Mit ein bisschen Glitzerstaub ist es bestimmt edel, das Elendsviertel. Und dieser Bereich hier ist das Zentrum. Hier sind Geschäfte, das Kolosseum und ein Gasthaus. Na, das Kolosseum, das ich ja auch noch machen muss für einige Monstereinträge in meinem Monsterbuch für ganz viele Titel. Zwei Errungenschaften. Ja. Also, ich denke, das dürfte so ungefähr alles sein. Wenn ich Nein sage? Nö. Dann spricht er einfach nicht weiter, er ist gekränkt. Aber, ich wollte euch doch die Viertel beschreiben, dieser wunderbaren Stadt. Die königliche Stadt von Tokio ist vollständig von Wehrmauern umgeben. Wir können also ganz unbesorgt sein. Wirklich. Willkommen, Reisende! Ja, treten Sie ein! Wortwörtlich, trete die Tür ein! Tot kann man gar nichts ausrichten. Man sollte also immer genügend Gele haben, ja. Ja. Besonders in einem Run, wo man ab bis zu einem bestimmten Zeitpunkt im Spiel keine Gele benutzen darf. Aber, was ich schon mal sagen kann, wir sind nah dran. Diesen Punkt zu überschreiten. Das dauert zwar noch eine kleine Weile, aber wir sind nah dran. Diesen Punkt zu erreichen, dann darf ich endlich Gele benutzen. Auch wenn ich das wahrscheinlich nicht tun werde. Tut mir leid, ich bin beschäftigt. Also vielleicht in echt schwierigen Bosskämpfen. Wo ist der Sirup? Und der Leuchttrank? Dies ist der Zubehörladen Beltheon. Hier habe ich keine dabei. Gut. Gut, ja, gut. Ich habe keine dabei. Das Licht, manche Augen. Finsternis. Nein. Vielleicht, wenn man Monster farmen möchte oder Items vom Monster farmen. Ich habe mal nachgeguckt. Was ich eigentlich schon in den letzten Sessions machen wollte, wegen dem Figurinenalbum. Ich habe nicht mal die Hälfte. Also werde ich sicherlich einiges fahren müssen, wenn ich das in diesem Run fertig bekomme. Eventuell. Falls euch das interessiert, die ganzen Figurinen anzugucken. Aber checken, die Zuschauer wissen noch nicht, was die Figurinen sind. Um es einfach auszudrücken, es ist eine Ansammlung an, wie soll ich das jetzt nennen? Also die ganzen Spielfiguren, die man hier sieht, nicht nur unsere Charaktere sind da aufgelistet. Auch die ganzen NPCs und so. All die ganzen Figuren, die man hier so finden kann. Zum Beispiel das Einhorn, Elementargeister. Deswegen ich da noch bisher keinen Blick reingeworfen habe. Früher. Sonst hätte man ja das Einhorn gespoilert. Hust, hust. Das Kolosseum liegt oberhalb von hier. Ach wirklich? Muss ich da jetzt hochklettern? Das Tor wird nachts geschlossen, also können wir nicht vor der Stadt spielen. Deshalb ist das hier unser Spielplatz. Hier ist es ruhig und bequem. Es gibt nicht viele ruhige Orte in dieser Stadt. Hm. Kann ich da auch hin? Da sieht es so aus, als würde es lang gehen. Aber diese kleine Erhöhung ermöglicht es nicht, mir weiter in diese Richtung zu laufen, weil Leute so inkompetent ist, da drüber zu steigen. Boah, Leute! Nee.
Das geschäftige Treiben der Stadt ist ermüdend. Willkommen, wir werden sofort ein Zimmer für Sie fertig machen. Okay, dann schlafen wir. Was? Sankt Cassius. Okay, vielleicht kriegen wir Plauderei. Nein, kriegen wir nicht. Kriegen wir nicht, jetzt habe ich 300 Gold umsonst ausgegeben. Aber hey, jetzt bin ich am wenigsten geheilt.